Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier frech am Trainieren, man kann es gar nicht anders sagen. Ist sehr frech, was wir hier abziehen, aber ihr seht schon, dass das halt, ja, man kann da halt einfach durchziehen. Das ist schon cool. Das lassen wir jetzt eine ganze Weile laufen. Wie gesagt, Nahkampfverteidigung müssen wir dann noch nachziehen. Katanas werden hart gelevelt, Nahkampfangriff wird hart gelevelt, Geschick wird hart gelevelt. Kann man schon mal machen, kann man schon mal machen. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, das ganze Let's Play über, ich würde sowas eigentlich nicht machen, solange wir quasi von dem Szenario ausgehen, dass wir uns irgendwie am Anfang des Spiels befinden, jetzt irgendwo, wo wir den ganzen Anfangskladderadatsch durchgezockt haben, uns schön hier etabliert haben, starke Leute haben, finde ich, kann man auch mal noch so ein bisschen nachziehen, das ist jetzt kein Thema, ja, das kann man jetzt schon mal tun, werden wir auch tun, wie gesagt, und ich hoffe, sobald wir dann noch heftigere Beasts haben und unsere Wasserbase steht, dass wir dann auch wieder die Gruppengröße und den Gruppengrößen-Multi... Nee, wie heißen die? Ihr wisst, was ich meine. Die beiden Gruppendinger eben wieder hochstellen können auf 2, vielleicht sogar auf 3. Ja, wäre ja lässig. Wir müssen bestimmt hier und da noch ein paar Leute rekrutieren. Auch das steht außer Frage. Ich hoffe, dass Swifty und ENB auch wirklich alles aufbauen. Nicht, dass ich das nachher manuell machen muss. Wisst ihr, wie ich meine? So im Sinne von, wow, das ist zu weit weg. Wir gehen da gar nicht hin. Denn es ist schon ein gutes Stück, von wo die ihr Baumaterial holen, bis dahin überhaupt. Und dann, ja, bis da hinten ist natürlich schon eine ganze Wegstrecke. Kann man nicht anders sagen. So, ja. Der Catlon. Das ist jetzt sein Leben. Wisst ihr, wie ich meine? Früher Ruler of Empires und jetzt Prügelknabe vom... von unserer Fraktion. Ja, das ist schon ein kleines Downgrade, lieber Catlon. Ey, ich bin echt so gespannt, wann uns der erste Raid um die Ohren fliegt. Es könnte ja auch easy was von Brink kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich wüsste gar nicht, was da kommt. Mit denen hatte ich, glaube ich, noch nie Beef. Oder zumindest noch nie Beef und war so in der Nähe, dass die mir was schicken könnten. Ich glaube, vom Hauthaus habe ich am meisten Respekt. Zwecks Gefährlichkeit. Und da meine ich nicht, dass die stärker sind, als die Leute vom Catlon das wären. Damit meine ich vor allem, dass die tödlicher wären, ja. Weil, wie gesagt, die nehmen halt unsere Leute mit, wenn die bewusstlos sind. Wir haben nicht viele Leute. Das heißt, wenn die uns überrumpeln würden mit einer großen Gruppe und dann welche von uns mitnehmen, dann häuten die da vor Ort. Dabei geht unsere Rüstung kaputt, dabei gehen unsere Gliedmaßen ab. Und wenn die uns dann nicht freundlicherweise direkt verarzten und ins Bett legen, sind unsere Leute auch, sterben die an der Blutung. Ja, also, die wären dann halt instant tot, wenn man es so sagen will. Das ist halt schon... bisschen unbequem, würde ich jetzt mal so behaupten. Will man vielleicht nicht unbedingt. Gerade wenn wir jetzt hier seit 120 Episoden unser Herzblut in unsere Leute reinstecken, ist das vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn die dann innerhalb von einer Episode irgendwie mehrere Leute sterben. Deswegen denke ich, ist es einfach nicht verkehrt, dass wir hier nochmal schön ein bisschen ausbauen. Ja, ich hoffe wirklich, dass das gut funktioniert, was ich hier gebastelt habe. Wir müssen auch gerade mal schauen, lauft ihr oder schwimmt ihr da? Ihr schwimmt da? Ja, klasse, okay, bis wo? Ja, eigentlich fast durch, okay, tipptopp. Das ist schon mal sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass das ungefähr so funktionieren wird, wie ich mir das erträume. Damit sehe ich eigentlich keine Probleme. Lassen wir die jetzt durchziehen. Ich denke, die Mauern könnten die eventuell diese Folge fertig kriegen. Je nachdem, ob wir da manuell einschreiten müssen oder nicht, könnte es noch ein bisschen länger dauern. Jetzt gucken wir gerade mal, wie die hier mit dem Baumaterial nachkommen. Ich denke, das stagniert massiv. Ja, noch 58. Na, die beiden Türme sind gebaut. Ich würde jetzt Augenmaß sagen, 58 reicht hier für die Mauern. Ja, Augenmaß würde ich sagen, das reicht. 58 für das Gemäuer hier, das müsste eigentlich klar gehen. Jetzt müssen wir halt schauen, wie viel fehlt denn hier noch? Ja, der ist jetzt fertig. Eisenplatten fehlen noch ein paar. Easy. Da müssen wir aber auch noch mehr als genug haben. Ah, wer stirbt eigentlich hier vor sich hin? Die Drohnenwache, genau. Ah, mit der wollten wir ja eventuell auch mal noch trainieren. Ja, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Brauchen wir gar nicht mehr unbedingt. Die hat ein Bein verloren. Ah, naja. Ja, da können wir irgendwann mal gucken. Vielleicht fällt uns noch was ein, was wir mit der machen können. Ansonsten würde ich sagen, schimmelt die da jetzt einfach mal ein bisschen rum. Whisper, wie sieht's aus? Nahkampfangriff 60. Junge, Junge. Kommt, jetzt merke ich mir das hier gerade mal. Dann können wir am Ende der Episode mal schauen, wie viel dabei rumkommt. Ah, okay. Geschick.
Katana, NA, Nahkampfangriff haben wir auf 61, Katanas auf 56 und Geschick auf 77, ja. Hoffentlich vergesse ich das mal wieder nicht. Man kennt ihn. Ja, und dann bin ich ja sehr gehypt, ja. Am Tag, also heute, habe ich gerade den Community-Post verfasst, den ihr vielleicht gesehen habt, zwecks, dass ich jetzt einige Teststreams starten werde. Da mein Setup, ich bin jetzt sehr zufrieden. Hiermit vielleicht nicht so unbedingt. Schaut mal, das ist hier gerade mein Stativ. Oh, kann ich das da? Nee, geht nicht, da ist das Kabel zu kurz. Für die Webcam, mit der ich dann streamen werde. Ich bin mir beim Hintergrund zum Beispiel noch nicht so sicher, aber das habt ihr dann ja eventuell alles schon mitbekommen. Heute, Stand heute, bevor ich jetzt anfange, wieder zu streamen nach knapp 2 Jahren, bin ich auf jeden Fall sehr gehypt. Ja, mache jetzt hier noch diese Episode Kenshi, oder? Wenn ich jetzt gerade richtig bin. Das ist jetzt gerade die zweite, die ich aufnehme. Ne, die dritte. Ja, eben. Mach noch die. Mach dann, ich glaube, erstmal ein bisschen nichts. Tut mir in dem Sinne leid immer, wenn ich das so alles an einem Tag aufnehme, dann übergehe ich natürlich immer eure Comments zwecks, ah oh ja, Wasserbase, ja, nein. Aber wie gesagt, es ist ja nur eine Möglichkeit. Ob wir das so verwenden oder nicht, liegt uns dann ja weitgehend offen. Wenn wir die Tore hier zumachen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten dann das hier benutzen werden. Ja, je nachdem, ob die eben von hier drüben irgendwo kommen oder ob die von da irgendwo kommen. Und wenn ich jetzt mal so gucke, Pfeil nach da, dann sind die wenigsten unserer Gegner da drüben, hier in der Richtung. Eigentlich kommen ja alle Gegner aus der anderen Richtung. Ja, wenn wir uns das nochmal angucken wollen, ja, ihr seht hier unser Pfeil. Wir schauen gerade in diese Richtung. Und das ist hier alles links von uns sozusagen. Und all unsere Feinde sind ja auf der Seite. Ja, die würden hier lang gehen und dann hier rein und nicht irgendwie hier lang gehen und dann da reinschwimmen. Also, wenn sie es machen, wären sie außerordentlich unstrategisch vorgegangen. Aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden, oder? Ich denke mal, das wird schon so klar gehen. Und wir hätten dann halt einfach auf vieles eine Antwort. Das fände ich schon nicht schlecht. Ist schon einfach wichtig, dass man bei seinem Außenposten sicher ist. Man kann es ja nicht anders sagen, oder? Das ist schon wichtig. Das muss schon sein. Das muss schon einfach sein. Ja, und dann bin ich echt gespannt. Ich meine, wir haben beim Dio eine Stangenwaffe, oder? Genau, die schwere Stangenwaffe. Dann hatten wir bei Baker Man mit seinem Stecken, ja. Und hier bei Kujo können wir später auch noch ein bisschen trainieren. Genau. Ja, das wird richtig cool, Leute. Da werden wir gut hochhauen, die Stats. Oh, und jetzt fällt mir gerade auf, wie sieht es jetzt hier wieder mit Essen aus? Die haben wahrscheinlich bald alles leer gesnackt, oder? Peace, was machst du hier? Bist du stuck? Ja, du bist stuck, okay. Ja, cool. Warum isst du da nichts? Jo, ja, cool. Wie? Warum esst ihr nichts? Was ist mit euch? Da ist doch im Futterdruck drin. Okay, geht mal hier weg. Kommt mal wieder da ran. Das ist nicht euer Ernst, dass ihr jetzt hier verhungert, obwohl da Essen drin ist. Was ist da jetzt gerade das Problem? Was ist da jetzt gerade das Problem? Okay, Jolene, komm mal hier rum, bitte. Schau mal da rein. Nimm das mal entgegen, damit die da was snacken, bitte. Ja, genau. Ja, und warum esst ihr nicht direkt daraus? Und warum haben unsere Leute hier und da Hunger? Kommen wir mit dem Brot nicht hinterher? Ja, doch, easy kommen wir mit dem Brot hinterher. Wie sieht's hanftechnisch aus? Ja, wird auch auf jeden Fall sehr viel mehr, eher mehr als weniger. Okay. Hä? Das hier checke ich jetzt gerade nicht so ganz. Dann. Ja, komm, Jolene, dann komm noch mal her. Zieh dir da mal alles rüber ins Invent rein. Und dann gucken wir mal, dass wir woanders den Futtertrog aufbauen, oder? Weil das ist jetzt ja Quatsch irgendwie. Zerleg den mal schnell. Okay, dann nimmst mal schnell das Baumaterial auf. Und baust. Ja, bau mal hier einen hin, oder? Da passt er noch ganz gut. Da stehen die niemandem im Weg. Das dürfte ja eigentlich super laufen, da denke ich mal. So, Futterkrippe. Ist sie das? Ja, genau. Das ist die. Würde ich sagen, hier so, dann können die da so links und rechts davon stehen, oder? So irgendwie. Ja, komm, why not? Das wird jetzt schon passen. Schwebt die jetzt in der Luft? Ah, interessant. So machen wir das nicht. Ja, ich möchte die zerlegen, denn das ist ja shit so. Futterkrippe. Warum schwebst du hier? Yo. Futterkrippe? Why am Schweben?
Die Futterkrippe ist echt schlecht umgesetzt, oder? Kannst du hier chillen, ohne zu schweben? Schwebt sie? Sie schwebt nicht. Das ist doch schon mal gut. Okay, dann kommt sie halt hier hin. So. Easy, okay. Dann Jolene, bau das mal bitte schnell auf. Lad da ein und die Tiere gehen dann bitte auch entsprechend dahin. Ah, Jolene, lad noch bitte schnell ein. Ist sie nah genug dran? Ja, easy. Okay. Oh Mann, wenn manchmal Efficiency über ästhetisches Auge geht. Ich wollte gerade irgendwie erst die gelben einräumen, hab's dann doch gelassen, hab's dann nicht gelassen, um es dann komplett lassen, zu lassen und letzten Endes hat nichts funktioniert. So, snackt ihr da jetzt? Hä? Warum snacken sie denn nicht? Dürft ihr da nicht schleichen? Was ist das Problem? Dürft ihr nicht halten? Ja, ja, cool, wie ist es? Ist doch was. Hä, ich versteh's gerade null. Und ihr? Warum isst er nicht? Hä, was ist denn das Problem? Jetzt isst doch. Oh Mann, ey. Ah, Kenshi at its best wieder, oder? Mit wem komme ich da? Ja, schon am ehesten Jolene eigentlich, die selbst auch mal was essen könnte im Übrigen. So, Jolene, knall dir mal ein bisschen Brot rein. Und Jolene, nimm mal ein bisschen Fleisch hier. Und bleib da stehen. Ja, genau. Warum esst ihr denn nichts? Sollen wir schnell neu laden? Ich würde jetzt, glaube ich, schnell neu laden und einfach schauen, ob die dann wieder essen will. Das ist jetzt echt. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit gucken, was da los ist. So. Okay, wir schauen, sobald der Pfeil wieder runtergeht und laden dann neu. Sehen wir gerade mal, was den Einfleisch bringt. Ich glaube, das ja füllt den nicht mal. Ja, Alter, okay. Die brauchen halt echt einfach so rattenviel Futter. Shit, Junge. Die brauchen so unnormal viel Food. Es ist ja heftig. Okay, und jetzt foodet er wieder nicht, oder? Doch, jetzt hat er gefoodet. Kamaru, du auch? Happy, du auch? Ja, cool, komm. Food nochmal. Komm, zeig mir, wie du foodest. Zeig mir einfach, wie du foodest. Genau, Food geht hoch. Aha. Ja, perfekt. Jetzt foodet er wieder. Alles klar. Okay, müssen wir nicht neu laden. Alles easy. Ja, die bauen echt weit auf, gell? Klasse. Das ist doch ideal. Das ist doch ideal, was die hier abziehen. Brauchen da dann auf jeden Fall noch mega viel Licht. Steht auch außer Frage. Ja, und dann würde ich sagen, der nächste Schritt... Boah, ich bin gerade echt froh, wisst ihr, was mich gerade ein bisschen freut? Dass wir das relativ schnell hinbekommen haben, hier das auszubauen. Ja, jetzt müssen eigentlich nur noch die Geschütztürme drauf. Dann unsere Leute dahin. Und dann läuft eigentlich erstmal. Bin ich auch am Überlegen, ob wir hier erstmal zubauen und später wieder öffnen, sobald wir geproved haben. Ja, also sobald wir sicher sagen können, dass das hier funktioniert. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde jetzt hier quasi erstmal... Boah, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ja. Von wegen... Fertig, diese Episode, let's go. Nee, wir machen hier noch eine kleine Änderung rein. Da eh keine Türme mehr reinpassen, machen wir das viel enger, sodass unsere anderen Türme viel mehr bringen. Ist ja klar. Ja? So, dann dauert das zwar wieder nochmal eine kleine Weile länger, aber letzten Endes wurde da nichts gebaut, auch wenn ich gerade schon am Überlegen bin. Ich glaube, ein weiteres auf der linken Seite, das schon gebaut wurde, werde ich noch abreißen. Aber ansonsten... haben wir hier nicht viel Zeit verloren, wenn man das so sagen will. Ja, okay, guck mal. Die hier würde ich noch wegmachen. Und dann würde ich das nochmal bauen. Schwifty, mach das mal bitte schnell. Reiß die hier mal ab. Du bist da, bevor der Schwifty da anfängt, dagegen anzubauen, I guess. So, und jetzt kann ich die doch einfach zerlegen, oder? Ja, eben. Perfekt, okay. Ah, die hier vielleicht auch noch. Sobald die rot wird, genau, kann ich sie immer direkt zerlegen. Das ist klasse. Ja, perfekt, okay. Weil guck mal, dann machen wir das doch ganz eindeutig so, dass wir hier sagen, wir gehen da wieder enger rein. Ey, ganz klar machen wir das so.
Ja, 100 Pro machen wir das so, weil dann die Türme viel effizienter sein können und wir hier auch besser rauskommen. Erstmal so, dann so und gehen wieder komplett zurück. Da müssen wir jetzt eine Sache gamblen bzw. hoffen. Und zwar, die Hoffnung ist, kriege ich das hier hin ohne? Ja, perfekt. So erstmal. Die Hoffnung ist jetzt, und da müssen wir jetzt einfach schauen, ob das so klappen wird, wie ich mir das erträume. Das müssen wir ein paar Mal probieren, dass wenn wir hier jetzt irgendwo eine Rampe hinbauen, dass die auch wirklich das ganze Stück laufen können. Wisst ihr, wie ich meine? Denn hier können wir jetzt natürlich keine Rampen hinmachen, dafür ist es zu eng. Aber ihr wisst schon, warum ich es gemacht habe, oder? Wenn jetzt hier Leute stehen können, die halt hier hinschießen, viel besser, als wenn die Mauer hier so eng wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Dann schießen die ja wahrscheinlich eher in die Mauer als, ja, wisst Bescheid. Deswegen die Idee. Und was ist denn hier noch? Was ist das denn? Okay, das müssen wir nachher noch abbauen. Was ist das? Verbindungsmauer, Keil. Ja, eben, das brauchen wir nicht. Okay, Schwifty geht da mal ein bisschen beiseite. Dann können wir gleich gucken. Genau, Baumenü. Machen wir da noch zu. Mauern, Verteidigungsmauer. Alles klar, cool. Da passt nochmal direkt eine mit Geschütztürmen hin. Das ist klasse. Ja, dann haben wir nämlich hier auch andere Winkel. Dann können wir hier Leute stellen und hier Leute stellen. Und dann haben wir schon mal drei verschiedene Winkel. Ja, das ist nämlich auch schon mal relativ wichtig, damit die sich nicht selbst beschießen und so. Wissen wir ja alle Bescheid, wie das läuft. Und dann hoffe ich, dass wenn ich hier eine Rampe hinbaue und da eine Rampe hinbaue, dass die komplettes Stück langrennen können, ohne irgendwo anzuecken. Das müssen wir dann natürlich sehen. Da ich es in einem Stück durchgezogen habe, könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir es noch ein, zweimal abreißen und wieder aufbauen müssen, bis es dann wirklich, wirklich klappt. Ja, das kann natürlich immer gut sein. So, dann würde ich behaupten, müssen wir eigentlich relativ bald mal wieder los und unseren Tieren was zu essen holen. Möglichst bevor das wieder drastisch zur Neige geht. Und hier schauen wir mal rein, wo wir gerade sind. Ja, obwohl, das machen wir am Ende. Also jetzt in dem Fall nicht zurückskippen, liebe Leute. Ja, nicht, dass ihr euch das spoilert. Ah. Erstmal einen Schluck Wasser. Geil. Okay, alright. Ja, und ich würde sagen, ansonsten läuft hier alles. Beanhop, wie sieht's bei dir aus? Mega viele Stoffe am Producen. Du kannst auf jeden Fall noch eine Weile hacken. Hier gehen Rüstplatten, gell? Und die werden wo nochmal gelagert? Hier 15, hier gar keine, hier gar. Ja, da kann auch er nochmal gut durchhacken. Gar keine Frage. Und Ion holen wir doch wieder her. Ganz ehrlich, den holen wir doch wieder her. Und du haust uns hier Kettenrüstungsplatten. Ja, ganz klare Sache. Wie sieht's denn hier aus? 25, 15, 0, 0. Okay, dann. Wie sieht's hier aus? Füllt sich ganz allmählich wieder. Aber Eisenplatten sind voll. Okay, ja, easy. Peace. Dann hast du ja nichts zu tun, oder? Gerade aktuell. Dann kannst du in dem Sinne hier reingehen. Genau. Ja, mach da mal ein paar Stahlbarren. Easy. Ja, wenn man gerade mal so viele Eisenplatten haben, können wir auch wieder ein paar Stahlbarren bauen. Die brauchen wir auch später wieder für unsere Harpunengeschütztürme und so. Und dann ist das alles klasse und läuft tipptopp. Ja, ich muss ehrlich sagen, gefällt mir hier ganz gut, was ich hier gebaut habe. Wenn wir jetzt hier mit der Mauer noch reingehen würden und mit der oder vorne zumachen würden, dann wäre die Form oder hier noch ein bisschen weiter nach außen gehen würden, dann wäre die Form ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Ja, das läuft. Gar keine Frage. Die Whisper hier, schau mal, wie sie durchzieht. Das ist die Angriffsgeschwindigkeit, die wir langsam sehen wollen hier, ja. Genau. Damit kann man Leute stunlocken. Damit ist das möglich. Damit geht die Party ab, Leute. Hier unser schöner, ja, Baumgarten. Gefällt mir. Ist einfach ein toller Außenposten. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Mir gefällt es hier immens gut. Aber nimmst du da immer nur eins? Denn das ist Quatsch. Du kannst hier gerne mal direkt alle nehmen einfach und dann hier reinhauen. Genau, das ist gar kein Problem. Was levelst du denn dabei? Du kannst das nämlich noch gar nicht, oder? Das ist
Ist das Robotik? Was ist das? Was wird dabei gelevelt? Hä? Ingenieur? Feldarzt? Wissenschaft? Nee. Hä? Was zieht er denn dabei hoch? Warum sehe ich nirgendwo die Leiste? Ah, hier, doch, bei Arbeiten, klar. Okay, Peace, ja dann. Bist du dafür eigentlich der falsche Kandidat, gell? Mach mal nicht Stahlraffinerie, mach das schon jemand anders. Obwohl, warum? Ich meine, kann er ja lernen, kann er ja lernen. Meanwhile not. Komm, Peace, lern das mal ein bisschen. Dann geht es auch gar nicht so schnell hier erstmal. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Sonst wieder ruckzuck unsere Eisenplatten direkt aufgebraucht. So, dann machen wir hier noch die Rampen hin. Und dann hoffen wir, dass die da einfach cool durchrennen können. Und vor allem hoffen wir, dass die Rampen dahin passen. Steht und fällt schon mit sehr, sehr vielen Gegebenheiten. Ja, hier schon mal dürfen wir da keine Rampe hinsetzen. For whatever reason. Hier auch nicht, da auch nicht. Das heißt, wir müssten von hier irgendwo hoch. Nicht im Ernst. Wir dürfen hier nirgendwo eine Rampe setzen. Shut up. Nein. Nein. Vor allem die. Die verstehe ich gar nicht. Warum denn sie nicht? Wie ungünstig. Ja, okay, wie kommen die dann auf die Mauern hoch? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, da dürfen wir nirgendwo setzen. Wir müssten hier, ja? Okay, ah, die muss an Land gebaut werden. Das heißt, hier vorne muss so eine Art Eichel hin. Ist jetzt halt so, kann ich ja nichts dafür, ja? Wenn Kenshi das so will, dann müssen wir das halt auch so machen. Okay, dann machen wir hier die Zugangseichel hin. Ja. It is what it is, I guess. Das Problem ist nur trotzdem, es wird stressig, das so zu bauen, dass die dann wirklich da auch, dass die dann da wirklich auch rennen können, also über die ganze Mauer laufen können. Müssen wir hier schön schauen, dass da keine mächtigen Knicks drin sind, ja, so wie das hier jetzt genau schon direkt der Fall ist. Da kommen die 100 pro nicht drüber. Oh Mann, das ist immer so nervig. Das ist immer so nervig. Kommen die da dann lang? Ja klar, genau. Was war denn das jetzt wieder? Geh mal weg hier. Mhm, vielleicht so. So. Ja. Alter, Leute, da bin ich aktuell ganz schlechter Dinge, dass das klappen könnte. Oh, da haben wir auch wieder... Ah, nee, so ist geil. Dann ist der Knick gar nicht so mächtig. Ja, da war doch Boden. Ja, eben. Zeig mir doch nicht so eine göttliche Möglichkeit an und refuse die dann. Das Stück wieder, Ja, Leute, da bin ich sehr gespannt, ob da irgendwas so funktioniert, wie ich mir das erträume. Ich glaube, wir müssen da noch ein paar Mal mächtig umbauen. Aber hier könnten wir eine Rampe hinbauen. Und da sogar auch. Da auch? Ja, krass. Dann bauen wir die hier auch als Notfallsolution. Sobald eins davon klappt, ist ja schon alles easy. Was läuft darum? Kopfgeld Krabbenjäger. Krabbenräuber, ja, klasse, Alter. Aber warum vereinzelt? Darfst gerne ein bisschen Schutz im Erebor suchen, wenn du Bock hast. Ist gar kein Thema. Wir sind immer für alle da, für alles offen. So kennt man uns ja auch, oder? Leute, würde ich schon sagen. Waren eigentlich immer nett zu unseren Gästen. Bauen wir jetzt erst die Rampe. Interessant. Okay, ja, also die Rampe steht. Echt spannend, dass die da schon hinpasst. Ja, und wenn das funktioniert, dass die da langrennen können, dann haben wir ja eigentlich keine Probleme. Die Probleme, die wir haben werden, ist, wenn irgendjemand auf diesen Rampen hier, sag mal, liegt der immer noch im Sterben? Junge, was ist denn mit ihm?
Wie lange da jetzt einfach schon im Sterben liegt, oder? Schon die ganzen 3 Episoden, die ich jetzt heute aufgenommen habe. Junge, Junge. Der sieht's gar nicht ein, hier abzunippeln, gell? Ich würde ja sagen, wir helfen ihm, aber da brauchst du ja 5 Medikits, um den hochzuziehen, oder? Der stellenweise irgendwie minus 1600. Danach halt auch Feldarzt 90. Könnte man eigentlich schon machen, aber wir haben jetzt hier erstmal, ich sag mal, Wichtigeres zu tun. Ist definitiv wichtiger, was wir hier gerade tun. Ich find's echt irre, dass wir so gar keine Raids abbekommen. Am Ende habe ich das hier komplett umsonst gebaut, wisst ihr, wie ich meine? So komplett für die Cuts. Weil halt nie jemand kommt, der Beef mit uns will. Könnte halt leider wirklich sein. Ich meine, Stand jetzt kamen einmal diese Skelettbanditen mit den Masken, oder? Und ganz am Anfang, als wir den Erebor aufgebaut haben, kam noch irgendwas anderes mal. Ich glaube, Kopfgeldjäger oder so. Und ich glaube, einmal kam noch so Kopfgeldjäger. Aber es kam auf jeden Fall noch nie was richtig, richtig Krasses. Also wie gesagt, so ein Catlon-Raid oder so ein Hauthaus-Häuter-Raid. Da hatten wir bis jetzt zum Glück noch keine Begegnung, noch nicht das Vergnügen, ja, wenn man so sagen will. Bin echt mega gespannt, ob das hier funktionieren wird. Und ich bin auch mega gespannt, bei Whisperwind nachher reinzuschauen, wie die Stats sind. Wir sind jetzt hier bei 27 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Ja, circa. Für euch dann wahrscheinlich immer ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich schneide am Anfang immer ein bisschen was weg, am Ende immer ein bisschen was weg. So Momente, in denen ich den Ton synchron lege und dergleichen. Was jetzt allerdings viel easier wird, denn mein neues Mic ist ein Goldschatz. Also ich selbst bin mit der Performance außerordentlich zufrieden. Auch das Noise Gate funktioniert super, meiner Meinung nach. Und meine Stimme klingt viel mehr nach meiner Stimme. Wisst ihr, wie ich meine? Mit dem Lavalier-Mic, finde ich, klang ich immer wie ein anderer Mensch. Ist ja eh immer, wenn man sich selbst hört, über ein Wiedergabegerät, dann klingt man ja immer etwas anders. Ist auch easy zu erklären, warum. Ich meine, man selbst hört sich ja quasi, ihr müsst euch vorstellen, nicht nur über die Ohren, sondern auch über den Körper, über die Knochen, all das leitet ja auch Schall. Und entsprechend liegt es daran, hauptsächlich, dass man sich anders hört, als man sich über ein Wiedergabegerät hört, ja. Aber ich finde, hier mit dem Mic klinge ich viel mehr nach dem, was ich für einen Eindruck habe, wie ich klinge, als mit dem alten Mic, ja, das ich jetzt gerade auch gar nicht mehr benutze. Ich hoffe, dass ich das nicht direkt bereuen werde, in dem Sinne, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, doch mal ein Problem beim Export mit Streamlabs gibt, aber bis jetzt bin ich da guter Dinge, will es in dem Sinne gar nicht verschreien. Da lief immer alles, da hat immer alles tiptop funktioniert. Wenn das so weitergeht, dann ist da alles cool. So, ja, Leute, dann würde ich sagen, wir schauen mal bei Whisperwind rein, wie es aussieht. Wir haben Geschick von 77 auf 81 gezogen, Katanas von 56 auf 67. Und Nahkampfangriff von 61 auf 71, ja, 72. Also, da geht schon gut die Post ab. Und dem Catlon hier ist das alles egal. Plus, jetzt werden wir langsam hungrig. Das heißt, unsere Werte sinken weiter in den Keller. Das ist sehr gut. Schaut mal, hier gerade ist Geschick zum Beispiel. Ja, das ist cool. Geht auch beim Hunger die Stärke runter. Klasse. Und hier hat es aber keine Auswirkungen. Okay, da scheint es dann keine Rolle zu spielen. Na, wie dem auch sei. Whisper, das reicht erstmal. Kannst ein bisschen chillen. Heb den Junge mal auf. Na, und tun mal da rein. So, na, Catlon, kannst du dich da drin chillen. Und Whisper ist erstmal, würde ich ganz sagen, gut gestackt. Ja, die kann sich jetzt ein bisschen Brot gönnen. Und dann würde ich auch behaupten, Leute, war das wieder eine erhabene Episode. Ich hoffe, wir sind, ja, Anfang, Mitte nächster Episode fertig, können mal die ersten Geschütztürme nächste Episode hier noch stellen und dann wirklich schauen, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das erträume. Ja, wie gesagt, ich werde dann vermutlich das Tor hier schnell abbauen und zumauern, einfach damit wir eine Weile drüben testen können. Ja, dann würde ich sagen, es war mir wie immer eine Ehre. Oh, da wären gerade Landfledermäuse. Genau hier werde ich abspeichern, so, dass wir die nächste Episode holen können. Okay, ja, und dann wünsche ich euch was. Stay hydrated, stay catchy, bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Besser abonnieren.